In Schleswig-Holstein hat sich der Wind mächtig gedreht. Nicht der Rede wert, sagen sie, ist schließlich Herbst und da tost es an der Küste nun mal aus West und mal aus Ost. Richtig. In unserem nächsten Film geht es auch gar nicht um Luv oder Lee, sondern um Fans und Gegner von Windkraft. Lange Zeit waren die Befürworter hoch im Norden klar in der Mehrheit. On- und Offshore versprachen neue Jobs und gute Gewinne. Doch die Euphorie ist dahin. Vielerorts gibt es Streit um Standorte und Mindestabstände. Wie gesagt, der Wind hat sich gedreht. Hermann Berndt berichtet. In Dithmarschen an der Westküste fühlen sich viele umzingelt von Windrädern. Die Energiewende ist hier allzu nah gerückt an die Menschen. Werner Martin Hansen, Bürgermeister der 280-Einwohner-Gemeinde Österwurth, beklagt, dass immer mehr Windräder gebaut werden, aber die Leitungen fehlen, um den Strom wegzutransportieren. Es drehen sich hier Windkraftanlagen oder die drehen sich eben auch nicht, weil keine Leitungskapazitäten da sind. Und das macht mich einfach nachdenklich und auch ein Stück weit wütend, weil die politische Umsetzung funktioniert derzeit nicht. Die Energiewende ist nach meinem Dafürhalten, so wie sie jetzt dasteht, gescheitert. Rund 3000 Windräder gibt es derzeit in Schleswig-Holstein. Und in den nächsten 10 Jahren sollen noch einmal 1500 dazukommen. Im ganzen Land, aber vor allem auch an der Westküste. So will es die Landesregierung. Ersatz für alte Kernkraftwerke, Stromexport, klingt eigentlich gut, sagt Bürgermeister Hansen. Doch die Umsetzung des Ganzen folge ausschließlich wirtschaftlichen Interessen und sorge so für viel Ärger vor Ort. Es gibt einige wenige, die Gewinner der Energiewende sind, die auch politisch gewollt gewinnen. Ich kann es keinem persönlich vorwerfen oder nachtragen. Das tue ich auch nicht. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die daran verzweifeln und auch einfach Verlierer sind. Der Protest gegen neue Anlagen wächst, weiß auch die Landesregierung. Die arbeitet derzeit an einem neuen Landesplan, der klarstellen soll, wo überhaupt noch gebaut werden kann. Dieser Windplan wird der SPD-geführten Küstenkoalition viel Gegenwind einbringen im nahen Wahlkampf. Ministerpräsident Thorsten Albig will standhaft weiter dafür kämpfen. Wenn du Veränderungsprozesse führst und du fragst nur diejenigen, die vor Ort betroffen sind, dann kriegst du tausendmal Nein. Würde ich wahrscheinlich auch, von meiner Tür möchte ich das nicht so gern stehen haben. Du musst die Menschen dann auch zwingen, das gehört auch zur Redlichkeit dazu zu sein, du bist auch Teil dieser Gesamtgesellschaft. Was willst du eigentlich als Gesamtgesellschaft? Alles hat einen Preis und auch die Energiewende hat einen Preis. Dieser Preis ist aber geringer als all das, was wir der Gesellschaft abverlangt haben durch 3 Atomkraftwerke in Schleswig-Holstein. In Quarnbeck bei Kiel entstehen 3 neue Windräder, ein Bürgerwindpark weit weg von Wohnhäusern, keine Proteste. Mehrere Tonnen schwer sind die Betonfundamente, die später 150 Meter hohe Räder stabil tragen sollen. Der Hersteller kommt aus der Region und sieht die Branche auch als Wirtschaftsfaktor im Norden. Hier wehe nun mal der meiste Wind und ohne Windräder sei die Energiewende nicht zu schaffen. Wir wollen alle Energie haben, die sozusagen nachhaltig erzeugt wird. Und hier in Schleswig-Holstein haben wir einfach optimale Voraussetzungen, das zu ermöglichen. Den Konsens, den müssen wir in jedem Projekt, so wie wir es hier in Quarnbeck, so wie wir es in Holzsee und in anderen Standorten, Mittelholstein gemacht haben, den müssen wir dort finden für die Gesellschaft, dann werden wir erfolgreich sein. Am Rande von Lohse bei Eckernförde lebt Anke Detlefsen mit ihrer Familie. Eigentlich fanden sie alle das mit den Windrädern ganz in Ordnung. Doch rund um den 200 Jahre alten Hof stehen inzwischen immer mehr. Nur 450 Meter von den Gebäuden entfernt. Energiewende so nicht, sagen sie jetzt. Leider funktioniert die Umsetzung nicht. Da eben ohne Rücksicht gebaut wird, das nicht genau überlegt wird, ja, wo stören sie am wenigsten? Man könnte mehr Abstände halten, man könnte vielleicht über eine Nachtabschaltung reden oder für ein bisschen Entschädigung sorgen. Also es gibt ja Möglichkeiten, das Bürger verträglicher zu machen. Schnellerer Netzausbau, größere Abstände zu Ortschaften, das sind die meistgenannten Forderungen der Kritiker im Norden. Nur wenn darauf Rücksicht genommen werde, könne es mehr Akzeptanz für den Ausbau der Windkraft geben. Mit unserer Deutschlandreise machen wir heute